Hallo, das ist ein Video zu den Aggregatzuständen des Wassers. Reines Wasser ist farblos, geruchlos und geschmacklos. Aber dennoch, ohne Wasser ginge gar nichts auf unserer Erde. Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Wasser zum Leben. Und Wasser hat noch ein paar tolle Eigenschaften. Es kann zum Beispiel die verschiedensten Gestalten annehmen. Das Wasser in deiner Badewanne, der Dampf vom Kochtopf, der Eiswürfel in deinem Getränk, der Beschlag am Badezimmerspiegel, die Eisblumen am Fenster. Das alles ist Wasser. Wasser kann sich nämlich verwandeln. Du glaubst es nicht? In diesem Video wollen wir sehen, ob und wie sich Wasser wandeln kann. Wir wollen ein paar kleine Experimente starten. Fülle etwas Wasser in ein Schälchen und stelle es ins Gefrierfach. Nimm es einen Tag später wieder heraus. Was ist passiert? Genau, das Wasser ist gefroren. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!